Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei meinauto.de. Ich bin die Jessie und habe heute für euch ein ultra effizientes Auto mit dabei. Kleiner Spoiler, wir hatten einen Verbrauch von unter 5 Litern und zwar den, Achtung, jetzt wird's kompliziert, Honda HRV EHEV. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, dann bleibt jetzt gerne dran, abonniert hier auch den Kanal und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal los und schauen uns etwas genauer an. Kommt mit! Beginnen wir als allererstes mit der Historie und die erste Generation vom HRV gibt es seit 1998, die zweite Generation dann seit 2015 und die dritte Generation, die hier steht, seit 2021. Drei Ausstattungsvarianten könnt ihr wählen, Elegance, Advanced oder Advanced Style. Die Variante habe ich heute für euch dabei, heißt, ich habe hier die höchste Ausstattungsvariante. Insgesamt gibt es 6 Lackvarianten, die hat aber nur 5 Lackvarianten. Die rote fällt weg, weil wir hier immer das Kontrastdach mit dabei haben. Wenn wir uns die Front anschauen, ist die erstmal sehr lang nach vorne gezogen. Wir haben hier teilweise einen geschlossenen Kühlergrill. Das Honda-Logo ist nochmal blau hinterlegt, weil ja, dieses Auto gibt es nur noch als Hybriden. Es gibt keine andere Motorvariante mehr. Warum, werden wir später besprechen. Und sehr schmale Leuchten hier an der Seite, die hier nochmal einen Knick nach oben machen, inklusive Kurvenlicht, machen wirklich sehr gutes Licht und sieht dazu auch noch meiner Meinung nach sehr schick aus. Dann haben wir 19 cm Bodenfreiheit, was den natürlich auch besonders gut für die Stadt macht, weil er nimmt er nicht so schnell einen Bordstein oder so mit. Und wir haben jetzt hier dann auch, wie ihr seht, eben nochmal einen Unterfahrschutz. Natürlich kann man mit dem dann auch so ein bisschen Offroad fahren, aber natürlich nicht sehr stark, denn der ist nur Front angetrieben. Wenn wir in die Seite gehen, sprechen wir über die Maße und über die Wettbewerber. Und Wettbewerber sind quasi alle kompakten SUV-Coupés. Ihr seht auch schon, das Dach hinten fällt ein bisschen ab. Unter anderem ist es ein Kia Exceed oder auch ein Renault Arkana, vielleicht auch ein Nissan Qashqai, den gibt es ja auch als Hybrid. Der ist aber ein bisschen länger als die 4,34 Meter, die der HRV jetzt lang ist. 1,78 Meter oder 79 Meter ist er breit und 1,58 Meter hoch. Wie gesagt, immer Front angetrieben und immer eben mit 18 Zoll Felgen, die ihr jetzt in verschiedenen Varianten wählen könnt. Die können wir uns jetzt hier mal kurz anschauen, in der Mitte auch wieder schön das Honda-Logo, diesmal nicht blau hinterlegt. Für mich aber eine sehr schöne Felge. Hier keine Plastikbeplankung, sondern alles lackiert. An der Seite dann auch nochmal ein schönes rotes Zierelement. Relativ hoch aufbauende Spiegelkappen. Ich habe gelernt, je höher das Auto ist, desto größer muss auch der Spiegel sein. Wir haben hier auch nochmal eine Dachreling in einem Silber. Es gibt auch noch ein Black-Paket und ihr habt auch gerade vorne in der Front gesehen, dieser Kühlergrill ist auch nochmal in Schwarz gehalten. Türöffner, sehr interessant jetzt hier an der Seite. Nicht hier unten, wie man es normalerweise kennt, sondern hier in dieser Mündung integriert. Wir besprechen gleich noch die Rückbank. Hier befindet sich der 40-Liter-Tank. Bei diesem Hybriden ist wichtig zu wissen, der hat 2 Elektromotoren und einen Verbrenner. Bequatschen wir aber auch noch später. Wenn wir uns das Heck anschauen, besonders schön, wie ich finde, diese durchgehende Leuchte. Integriert darin wieder das blau unterlegte Honda-Logo. EHEV steht jetzt hier hinten drauf. HRV auf dieser Seite und wir haben auch wieder einen Unterfahrschutz in so einem Silber. Sieht von hinten wirklich sehr zurückhaltend, sehr schön aus und vor allem eben die Leuchte hat es mir angetan. Der wiegt ungefähr 1450 Kilo und ist auch sehr praktisch, denn wir haben eine sehr flexible Rückbank und auch einen sehr flexiblen Kofferraum, den ich euch gerne zeigen möchte. Elektrische Heckklappe jetzt hier mit dabei. 300 bis 1300 Liter Fassungsvermögen bzw. 290 dann hier in dieser Variante. Ihr seht, das ist gut verarbeitet. Unser Nachbar hat einen Hund und ich habe keine Ahnung, wie er es schafft, über seine Haare zu verteilen. Wahrscheinlich haben wir das mittlerweile auch überall auf unseren Klamotten. Hier dann auch nochmal so ein kleines Fach, wo man was verstauen kann. Und man kann die Rückbank umklappen. Hier ist so eine Hutablage, die man dann da nochmal einspannen kann. Zeige ich euch vielleicht auch noch schnell. Gehört ihr dazu? Einmal, zweimal. Na, und hier an den Seiten eben hat man auch ein bisschen Schutz vor den Blicken der anderen und halt eben auch noch einen kleinen Sonnenschutz. Hier einmal umgeklappt. Ich komme auch sehr gut dran mit meinen 1,64 Meter Größe und hier dann auch nochmal. Und was ich besonders gut finde, ist, dass wir da eben keine Kante haben, sondern dass alles sehr ebenerdig ist. Nur hier so ein bisschen, aber dafür ein Plastikschutz und hier zerkratzt man sich dann auch relativ wenig. Auch hier alles gut verarbeitet. Geht hier auch sehr einfach wieder zu über einen Knopf. Und jetzt zeige ich sie euch endlich, die Magic Seats. Was bedeutet eigentlich Magic Seat? Erstmal geht die Tür hier sehr magic oben auf.
Das bedeutet, dass wir dieses untere Teil mit hochschieben können. Jetzt guck mal, das geht ganz einfach. Ich muss hier einfach von unten schieben und kann das jetzt, wenn ich das hier runterklappe, fixieren und habe hier einfach sehr, sehr viel Platz. Ich zeige euch das mal noch von der anderen Seite, damit das auch ganz klar wird, was hier wirklich sehr viel Platz bedeutet. Denn man kann das hier einzeln hochklappen oder halt eben auch komplett. Und ihr seht jetzt, hier kann man zwei Fahrräder beispielsweise reinstellen oder große Kisten oder was weiß ich, was euch da noch einfällt. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr flexibel. Man kann es auch nur auf einer Seite machen. Und sobald man hier eben wieder dieses Element hochgeklappt hat, geht es wieder rein. Finde ich mega, mega gut. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das so findet. Schauen wir mal, ob ich es von der Seite hier auch reinklappen kann. Ja, passt auch für mich als Frau, ist es jetzt nicht zu schwer. Schöne Sitze hier in der Mitte mit Stoff, verschiedene Bemusterungen. Kopfstütze ist sehr weich gepolstert und unfassbar groß, wenn man sich das hier hinten mal anguckt, auch mit so orangen Stitchings. Kritikpunkt, ich mag diese Armauflage nicht so gern. Warum? Weil guck mal, die hängt so ein bisschen runter. Ich hätte es besser gefunden, wenn die wirklich fest wäre. Vielleicht ja, hätte man die irgendwie noch mehr fixieren können. Sonst haben wir hier unten ein bisschen Platz, einen sehr niedrigen Mitteltunnel. Und als nächstes würde ich sagen, schauen wir mal in die Tür. Klavierlack hier. Sonst ist alles bezogen. Also wir haben hier kein Hartplastik, sondern eher so ein Soft-Touch bzw. leichtes Hartplastik. Hier dann auch nochmal eben bezogen in so einem schönen Beige in dieser Ausstattungsvariante und auch hier weich gepolstert. Cupholder finde ich wirklich sehr, sehr gut als alter Kaffee-Junkie. Und als nächstes mache ich euch vorne mal die Motorhaube auf. Ja, es hat heute 40 Grad und da hinten kommt ein Gewitter. Puh, ganz schön heiß. Und wir besprechen jetzt den letzten und einzigen Motor, den es jetzt hier noch gibt. Und der ist elektrifiziert. Wie gesagt, zwei Elektromotoren, ein Verbrenner. Ich mache den jetzt mal hier vorne auf. Schauen wir uns an. Beim Verbrenner ist die Basis ein 1,5 Liter Vierzylinder mit 107 PS. Hauptsächlich treibt aber der Elektromotor mit 131 PS und 253 Newtonmeter maximales Drehmoment an. Der ist in 10,7 Sekunden auf 100 und wie gesagt, WLTP-Verbrauch liegt bei 5,4 Liter. Wir haben es unter 5 Liter geschafft, was wirklich grandios ist. Ich mache jetzt hier aber erstmal zu. Wir gehen gemeinsam als nächstes in den Innenraum. Ich zeige euch noch das Infotainment-System. Dann fahren wir noch eine Runde und anschließend gibt es den Preis. Ich hoffe, ihr habt Lust und ja, kommt einfach mal mit. Wir werfen jetzt einen Blick auf den Innenraum und fangen natürlich wie immer mit den Sitzen an. Die sind jetzt genauso designt wie auch auf der Rückbank. Orangefarbene Stitchings an der Seite, in der Mitte Stoff, hier außen dann eben sehr schön in beige geformt. Weiche Polsterung auch hier unten für den Po, lassen sich beide manuell einstellen, nicht elektrisch. Wenn wir den Schwenk rüber machen in die Tür, seht ihr jetzt schon hier dieses Innenraumdesign. Ich mag das total gerne, die Kombination aus beige, schwarz und einem Grau. Unten ausreichend Platz eben für eine große Flasche. Wir haben auch oben noch ein Münzfach. Die Armpolsterung ist auch sehr gut und weich, nur der Klavierlack hätte ich jetzt persönlich nicht gebraucht, weil es eben Staubfänger ist und Kratzerfänger. Aber sonst ist die Tür wirklich picobello. Wenn wir uns die Mittelkonsole anschauen, wird es interessant, denn die macht hier so einen kleinen Schwung rüber, ist teilweise orange. Wir haben hier den Gangwahlhebel des ECVT-Getriebes, vorne eine induktive Ladefläche, wo mein Handy gut Platz findet und vor allem habe ich auch noch einen guten Blick drauf. Eine 12-Volt-Steckdose hier vorne dann auch nochmal und USB-Anschluss. Ich persönlich hätte mir noch einen USB-C-Anschluss hier drin gewünscht, aber es gibt ja Adapter bzw. andere Alternativen. Und hier dann zwei Becherhalter. So sieht der Schlüssel dann aus, liegt gut in der Hand und wir haben vor allem hier auch noch einen Einkaufschip mitbekommen, was sehr praktisch ist. Bergabfahrhilfe ist jetzt ganz neu bei der dritten Generation und wir haben hier die verschiedenen Drive-Modes. Da vorne seht ihr sie, Sport, Normal und Eco. Quatschen wir auch noch bei der Fahrt drüber. Hier dann noch eine Armauflage in der Mitte mit ausreichend Platz, was zu verstauen. Als nächstes würde ich sagen, kommt Jan rein und wir sprechen über das Lenkrad. Das ist tendenziell etwas dünner gestaltet, relativ groß. Auf dem Pralltopf dann das Honda-Logo, der relativ klein ist, dieser Pralltopf. Hier drüben dann alles für die Sprachsteuerung, Lautstärke und wir können jetzt hier vorne dann eben uns verschiedene Ansichten wählen. Unter anderem Stromladung, Leistungsfluss, Reichweite, Geschwindigkeit, Zeit, Audio, Telefon, Navigation. Also je nachdem, was das Herz begehrt, kann man vorne was reinmachen. Ich persönlich mache jetzt hier mal den Leistungsfluss rein, dass wir gleich bei der Fahrt darüber quatschen können. Hier alles für die Assistenzsysteme, Spurhalteassistent, Abstandsregel, Tempomat haben wir hier auf der Seite. Schaltpedal für die Rekuperationsstufen, quatschen wir auch bei der Fahrt drüber. Und eine coole Sache, die ich noch vergessen habe, wenn Jan gerade drüben ist, hier bei mir, schaut mal, die Einstellung der Lüftungsdüsen, wenn ich hier drüben bin,
kommt die Luft hier raus. Wenn ich hier bin, kommt die Luft hier raus und hier dann eben nicht mehr. Und hier nach unten ist das ganze Thema aus. Sehr cool gelöst. Und jetzt sprechen wir hier noch über das Infotainment-System. Das ist aufgesetzt, sehr einfach zu benutzen, denn es gibt nicht so viele Funktionen. Wir haben hier einen Knopf für Home, wir haben einen Knopf, um wieder zurückzukommen und wir haben einen ganz einfachen Lautstärkeregler. Wir haben sogar noch Knöpfe eben, um zu skippen, je nachdem, welchen Song man gerade hören möchte. Und wenn man hier auf alle Anwendungen klickt, habt ihr hier nochmal alle in so einer Liste, die ihr euch dann selbst nochmal reinmachen könnt. Wieder zurück auf Home, vielleicht das Wichtigste, Apple CarPlay, Android Auto funktioniert sehr schnell. Ihr seht auch, ich bin verbunden. Danke Jan an der Stelle, dass du mein Handy so genannt hast. Und hier haben wir dann eben noch verschiedene Nachrichten, allgemeine Einstellungen und auch noch die Uhrzeiteinstellungen. Und schaut mal, der Power-Button, der pulsiert im Herzschlag. Finde ich natürlich sehr, sehr cool. Unten dann auch noch die Klimaautomatik mit zweimal Sitzheizung, die man einstellen kann. Hier dann auch noch die Einstellung der Lüftung. Was wir jetzt aber machen ist, wir fahren. Kommt mit. Wir fahren jetzt gemeinsam los, drücken hier vorne mal auf Power und starten unseren HRV-EHEV. Dieser Name macht mich noch verrückt. Und zuerst möchte ich euch die Rückfahrkamera zeigen. Schaut mal, so sieht die aus. Hat auch so Hilfslinien, die orange werden, wenn es ein bisschen bremslich wird, was ich gut finde. Was ich nicht so gut finde, ist, dass man hier teilweise noch eben die Plakette sieht. Das hätte man vielleicht ein bisschen anders machen können. Jetzt gehen wir hier runter in D, sind im Eco-Modus erstmal, um loszufahren. Und ich habe euch da vorne die Energieflussanzeige reingemacht. Da seht ihr dann den Motor und auch nochmal den Akku. Und fahren jetzt mal gemeinsam los. Und ihr seht jetzt schon direkt, wir fahren elektrisch los. Denn dieses Auto kann drei verschiedene Dinge. Es kann einerseits rein elektrisch im EV-Modus fahren, dann treibt der Elektromotor direkt die Vorderachse an. Dann seht ihr, da vorne ist gerade der Verbrenner hinzugekommen. Der Verbrenner treibt aber den zweiten Elektromotor, der als Generator fungiert, an, um den Akkufüllzustand eben wieder zu erhöhen. Trotzdem fahren wir noch mit den 131 PS Elektromotor PS. Es gibt aber noch eine dritte Variante und dann kommt der Verbrennungsmotor auch direkt an den Antrieb. Und zwar, wenn ich beispielsweise sehr stark aufs Gas drücke, dann hört man auch ein lautes Brummen und zwischen 80 und 120 km/h kann das auch der Fall sein. Das hört sich jetzt alles sehr ausgefuchst an, sehr kompliziert. Was aber gut ist, ist, dass der Fahrer damit eigentlich nichts zu tun hat, weil das Auto das eben automatisch von alleine macht und einen sehr guten Verbrauch herauszaubert. Eingegeben ist er ja bei 5,4 Litern. Wir haben das tatsächlich geschafft mit 4,8 Liter zu fahren, was grandios ist, weil da kommt man wirklich sehr, sehr weit mit. Wenn wir jetzt hier die verschiedenen Modi durchspielen, haben wir noch Normal und Sport. Ich gehe jetzt mal vielleicht in Sport. Da merkt man direkt, dass die Gasannahme ein bisschen knackiger ist. Der geht da ein bisschen schneller noch voran. Man kann mit dem ganz sportlich fahren, aber es ist jetzt nicht das sportlichste Auto. Vor allem in dem Segment. Was wir jetzt auch haben, ist den B-Modus. Der rekuperiert dann deutlich stärker. Und wir haben hier auch noch verschiedene Stufen. Die seht ihr jetzt neben dem M nochmal. Um nochmal eine stärkere Verzögerung oder schwächere Verzögerung sich einstellen zu können. Was bedeutet rekuperieren? Genau das, was ich euch gerade eigentlich gesagt habe. Der Elektromotor kann auch als Generator dienen und den kleinen Akku, den wir jetzt hier mit dabei haben, eben wieder aufladen. Wir haben jetzt hier einen Wendekreis von 11 Metern. Ich komme jetzt hier ganz gut durch, sitz übrigens auch leicht erhöht, habe eine gute Rundumsicht und eine 19 cm Bodenfreiheit. Bedeutet, ich muss mir jetzt hier auch keinen Stress machen, wenn ich jetzt hier mal über einen kleinen Hubbel oder so fahre. Wenn ich jetzt hier ein bisschen aufs Gas drücke, ja, hören wir den jetzt hier wieder brummen. Das ist ja ein ECVT-Getriebe, das heißt, es hat keine direkten Gänge, sondern eine direkte Übersetzung. Das ist alles hier ein bisschen anders bei Honda. Ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, dass der ab und zu mal ein bisschen lauter wird, weil großer Vorteil bei dem Auto ist eben der sehr gute Verbrauch. Wenn wir jetzt noch über die Assistenzsysteme sprechen, kann ich hier den Spurhalteassistent reinmachen. Der lenkt dann mit, wenn er die Spur erkennt. Ich kann auch ein Abstandsregeltempomat reinmachen. Ihr seht, das funktioniert, er lenkt mit. Ich vertraue darauf auch, ja, es klappt. Kann auch den Abstand zum Vordermann eben dann hier einstellen mit dem Spurhalteassistent. Und was ich cool finde, ist halt vor allem, dass man damit sehr komfortabel auch auf der Autobahn fahren kann und trotzdem eben spritsparend. Was wir jetzt aber machen, ist gemeinsam zurückfahren. Ich zauber euch noch ein Fazit und verrate euch vor allem, was der hier kostet. Ich hoffe, ihr habt Lust und kommt mit. Komplizierter Name, knackiges Fazit zum HRV-EHEV. Ich habe ewig gebraucht, diesen Namen auswendig zu lernen. Wofür ich nicht ewig gebraucht habe, ist, mich an dieses Auto zu gewöhnen, weil es sehr einfach zu gebrauchen ist und auch sehr alltagstauglich und praktisch. Warum? Ja, man kann ihn nicht laden, was natürlich einerseits ein Nachteil ist, weil keine Förderung, keine lange elektrische Reichweite. Andererseits muss man ihn nicht laden und hat trotzdem eine
sehr guten Verbrauch von 4,8 Litern, was großartig, sensationell ist. Wir haben einen großen Kofferraum, wir haben flexible Rückbänke hier in diesem Fall und auch für mich einen sehr passablen Preis. Und zwar beginnt er bei 31.400 Euro in Elegance und so wie jetzt hier steht, beginnt er bei 36.600 Euro, was ich wirklich sehr gut finde. Was ihr gerne machen könnt, ist mal bei meinauto.de vorbeischauen. Da findet ihr den nämlich auch. Abonniert hier den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, Freunde. Bis dann! Thank you.